Hallo Leute, herzlich willkommen zu Kochlust. Und heute, ja, lacht uns nicht aus, wir haben schon wieder diese Piepser dran. Aber wir müssen immer noch weiter testen, weil im letzten Video, was war, Schatz? Deines ist nicht gegangen. Ja, es ist schon gegangen, aber da haben die Einstellungen noch falsch. Deswegen haben wir das jetzt noch mal ein bisschen dran, das kommt dann wieder weg, keine Angst. Aber noch mal testen wir es ein bisschen aus. Also verzeiht uns hier diese, wer hat das immer, diese Tauben haben ja das auch an den Füßen, ja? Du bist ja auch so eine Taube. Meine heiße Taube. Ja, du bist doch eine. Nein, also wirklich, eine Taube ist wohl ein greisiges Viech. Ja, aber man sagt ja, was sind das für eine heiße Taube? Nein, das haben die überhaupt noch nie gehört. Ja, ja. Das, in Deutschland sagt man das. Ja, bitte, wenn ihr aus Deutschland sagt, seid und das kennt, schreibt es mal runter. Eine heiße Taube habe ich überhaupt noch nie gehört. Ich schon. So, und heute gibt es was Leckeres. Sag mal, Schatz, was es gibt. Ich muss kurz nachschauen. Ich weiß nicht, was es gibt. Du wirst ja heute improvisieren hier mit Gemüse und Kartoffeln. Ich glaube, irgendwelche Gemüse, Kartoffelbufferleibchen, was weiß denn ich? Nö, heute gibt es Gemüse-Kartoffelleibchen. Ja? Gemüseleibchen. Seht mal an, was wir hier haben. Wunderbares, leckeres Gemüse mit Brokkoli, ja, schön grün, Karotten, Mais, bisschen Blumenkohl, also richtig vom Feinsten, ja, also nicht nur irgendein Gemüse, sondern, wie heißt das, Kaisergemüse, glaube ich. Ja. Dazu haben wir wunderbare, schaut mal an, Kartoffeln, haben wir gestern gegessen. Gekocht. Super, sind schon vorgekocht von gestern noch. Und dann haben wir noch ein paar Eier, ja, also mein Schatz macht eine wunderbare Soße dazu. Und ich presse mal die Kartoffeln. Soll ich aber mehr Eier kochen? Mehr Eier kochen? Wegen was dann? Na, leider so. Ja, kommt drauf an, Schatz. Wenn du mehr Eier essen willst, dann misst du mehr Eier. Nein. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, passt schon. Du brauchst mich nicht immer verstehen. So. Aber meistens verstehe ich dich schon, oder? Ja. Mir ist mal aufgefallen, wie ist das bei euch in Deutschland, wenn ich eine Sendung schaue, wo in Deutschland gekocht wird, gell Schatz? In Deutschland haben wir alle nur diesen Ding von oben nach unten. Ja, ein Kartoffelstampfer. Gibt es das in Deutschland gar nicht? Ja, die machen ja kein Püree, die machen ja Kartoffelstampf. Ja, aber es wird doch auch in Deutschland ein Püree geben, oder? Ich weiß schon, dass es in Deutschland Kartoffelstampf gibt, ja, das ist ja das ein bisschen grobere Püree. Schatz, wollen wir uns auch mal so einen Stampfer kaufen? Nein. Ach, bei uns glaube ich, das ist... Du musst zwei Eier kochen. Zwei Eier? Ja, du musst nicht keine Eiersoße machen. Ja, jetzt habe ich schon. Aha, okay, okay. Nein. Sonst hätte es halt Ostereier genommen. Ja, haben wir leider keine. Jetzt kommt bald der Osterhase. Ja, zu dir sicher nicht. Du hast nicht gesagt, dass du dich heuer als Hase verkleidest und dann zu mir kriegst. So. Miau, 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 miau. Seit wann macht ein Osterhase wie ein Katz? Ja, wie macht er denn dann? Gar nichts. Den gibt's nicht. Aha. Ja, aber wie macht ein Hase? Sag mal, Schatz. Keine Ahnung. So, ich glaube, wir nehmen nicht alles. Ein paar sparen wir uns auf, oder? Oder soll ich alle reinhauen? Ja, mach alles. Sonst haben wir morgen drei Kartoffeln. Ja, für vier Leute. Ja, Schatz, Sie haben schon mal mit zu 12 zwei Fische gegessen, ja? Wer? Das letzte Abendmahl, kennst du noch? Das sind die Fische, zwei Fische und drei Brote. Oje, oje, oje. Dann werden wir ja wohl zu viert mit drei Kartoffeln auskommen. So. Also wie gesagt, falls ihr das in Deutschland nicht kennt, hey, dann bestellt es euch hier in Österreich. Das ist der Hammer. Yeah. Gib mir mal eine Gabel, Schatz. Oder ein Messer. Der einzige Nachteil an diesem Ding ist, hey, das müsst ihr echt unbedingt machen. Gleich, wenn ihr es benutzt habt, gleich putzen. Weil wenn das eingetrocknet ist, musst du mit meine Schüssel? Mit hast du denn wieder alle? Was dann? Alle Schüsseln weg. Nö. Sind im Geschirrspüler, glaube ich. Ja, super. So, das müsste man dann gleich waschen, Schatz. Ich mache es schon. So, weil hier haben wir jetzt schön Kartoffeln. Ja? Jetzt brauche ich Ei. Wo sind die Eier? Schaut zur Studie weg. Ja, ein Kühlschrank. Ah, hol mal raus. Ich habe nicht gewusst, dass du noch brauchst. Müssen wir halt sogen. Dann kommt das super Gemüse rein. So. Moment. Da, bitte, was Blumen. Du schon hättest. Ja, einen Blumenkohl muss ich raus tun, der ist zu groß. So. Was tust du denn da hin? Schwindeln.
Was schwindelst du denn? Ich habe noch mal gewiss was nachschauen. Wie man meine leckere Soße macht. Ja. Ja. Weil meine Frau macht die leckerste Soße, was es für die Sachen gibt. Die habe ich schon mal gemacht bei den Zucchini-Leibchen. Ja. Die ist so lecker. Jetzt müsste ich schwindeln hier. So. Also ihr seht, auch ich wasche ab hier. Gell? Also nicht immer meine Frau. Ja, weil du es gut gesehen hast. So. Nee, das ist ganz wichtig. Das muss sofort gewaschen werden. Dann nur unter Wasser heben. Aber sobald es getrocknet ist, ist es vorbei. Ah, zu viel. Ich nehme mal hier ein Messer. Ich gehe mal kurz den Brokkoli schneiden. Den müssen wir ein bisschen schneiden. Sonst passt das ja nicht in die Leibchen. Mein Schatz würde das schon wieder in Mikroorganismen schneiden. So einmal ein Millimeter. Aber ich möchte, dass die Leibchen schon ein bisschen Biss haben, ja? Das habe ich mir gedacht. Ich kriege mal. Schatz, ist ein schlechtes Zeichen, wenn ich Angst kriege, wenn du hinter meinem Rücken bist, oder? Nein. Doch, das ist ein schlechtes Zeichen. Ich denke immer, jetzt passiert mir gleich was. Wegen? Ja, keine Ahnung, Herr. Ja, das kommt von deinem Computerspiel. Schatz, du musst mir musst aber sagen, was du da reintust. Für die, die die Soße nicht kennen. Ja, sage ich dann. Aha, okay. Ich will dir ja nicht im Wege stehen. Nö, nö, bist du mir nicht im Wege. Ich nehme noch ein Ei inzwischen. So. Semmelbrösel. Boah. Semmelbrösel. Glück gehabt. So. Jetzt hier. Hast du die Gewürze? Ah, die hast du lassen. Was und Pfeffer? Und Salz. So. Muskat tue ich jetzt keinen rein. Könnte man auch. Also ich habe jetzt. Ja, erzähl mal, ich knete. 125 Gramm Naturjoghurt, 125 Gramm. Naturjoghurt, ja, also kein Stadtjoghurt. Nö, nimm Naturjoghurt. Ach Gott, hey, bist wieder mal witzig. So, jetzt weiß ich nicht mehr. 125 Joghurt, 125 Mayonnaise, Salz, Pfeffer. Jetzt schneiden wir noch ein Gürkchen. Gürkchen, ja. Eine Naturgurke, Schatz? Oder welche Gurke? Wenn du deine loswerden willst. So. Schatz, kannst du mir hier noch was reingeben, bitte? Was denn? Gib mir noch ein paar Semmelbrösel. Wo hast du die? Ja, da, wo sie halt sind. Ja. Da unten sind sie, wie immer. Also, nicht die schlechten, die guten. Also haben wir schlechte? Nein, nicht schlechte, aber wir haben die Bäckerbrösel, das sind die guten. Ja, dann haben wir schon mal Bäckerbrösel sorgen. Ja, tu noch ein bisschen rein auch. So. Passt schon. So. Ah, na, wie schieche. Boah. So ist schon gemeint. So, ich habe mich heute eh schon wieder so geärgert, weil ich, wo ich das aufgepackt habe. Was ist denn passiert, Schatz? Was? Ah, diese Semmelbrösel. Ja. Kleben Sie die immer zu. Wahnsinn. Mit dick so, dass so. Ja alles kaputt geht. Ja. Ich habe jetzt hier eine sehr weiche Masse, ja. Die ist sehr, sehr weich. Das kann man jetzt natürlich mit Mehl zu so einem guten Teig machen, ja. Man kann ja einfach Mehl reintun. Dann wird das richtig fest, dick und geht ganz leicht zum Rauspacken. Aber ich lasse das so locker, es ist dann einfach feiner. Aber Schatz, tust du mir noch ein bisschen Käse rein? Achso. Ich mache jetzt gerade meine Sauce. Okay, ich mache den Käse selber. Ja, bitte. Ich mag nämlich total gern in den Leibchen ein bisschen Käse drin. Käse? Ja, was tust du jetzt hier für einen Käse rein? In einen geschmackigen, weißt du? Und weißt du, was ein geschmackiger Käse ist? Ein geschmackiger. Bergkäse. Bergkäse. Schatz, sollen wir ein paar mit Gorgonzola machen? Nein. Das war ja geil. Nein, wir backen jetzt wieder alles auf. Ja, aber wir haben hier Gorgonzola da. Ja, dann können wir ja für was anderes nehmen. Ich würde jetzt gerne die Hälfte mit Bergkäse machen, die Hälfte mit Gorgonzola. Man, Gorgonzola, Gemüseleibchen. Kim. Tür, was ich mein. Nein, ich sehe schon, dass es dann nicht passt. Nein, aber wir werden jetzt hier alles aufbacken. Ja, für das haben wir ja Frischhaltefolie. Ja. So. Was machst du halt ein paar Gorgonzola?
Aber du glaubst auch, dass das gut wäre, oder? Keine Ahnung, kann ich dir leider nicht sagen. Okay. Wegen dem anderen Video, was wir neulich besprochen haben, wegen unserem Ofen, wir sind dabei, es wird jetzt die nächsten Tage ein Testvideo kommen vom Ofen. Also nicht Testvideo, sagen wir, unser Erfahrungsbericht, oder? Sagen wir so, Schatz. Ja, genau. Unser Erfahrungsbericht. Du kannst wohl hierher gehen, wenn du magst. Nein, nein, nein. Die Schönheit soll vorne stehen. Du hast du mit deinen Käsegriffeln mich umgegriffen. Ich habe keine Käsegriffel. Ja, wenn du da gerade geschnitten hast. So, noch ein bisschen Käse. So gesagt ist die Maus so ein richtiger Feinschmecker, gell? Weil die isst ja ganz viel Käse. Oder? Und Käse ist halt schon was Feines. Ja, aber es mag ja nicht jeder Käse. Ja, aber es ist was Gutes, ja. So. Schnittlauch, komm heraus. Wo hast du dich denn versteckt? Ja, noch ein bisschen mehr. Oh, deine Soße schaut ja schon lecker aus. Ein bisschen Schnittlauch tust du mir auch rein, bitte. Bitte, so ein bisschen nur. Ja, Gott. Ja, du kannst den ganzen Pflock reinklacken. Soll dir das an oder zürt denn? Na, dann wird es zu viel. Okay. Ja, tu es rein, dann ist es weg. Tu es einfach rein, Schatz, passt schon. Komm nein, schon. Tust du bei mir. Sonst machen wir Hälfte, Hälfte, oder? Ja, jetzt ist schon weg. Okay. So. Und jetzt rein wir das nochmal ein bisschen rein. Es ist jetzt nicht allzu viel Käse. Also ich hätte am liebsten ganz viel Käse drin. Das Problem ist, wir haben hier nur so ein Käse noch. Und den müssen wir nach Hause kommen, die ganze Woche. Und wir haben heute erst, also ihr seht das Video am Samstag, aber wir haben heute Donnerstag, ja? Deshalb tue ich jetzt noch ein bisschen sparen. So, ich werde hier noch eine Gurke reinschneiden. Ich habe gern Gurken. Ja, das stimmt. So. Wir nehmen hier das Öl, das Fetten, das ist schon ein dreckiges, kreisiges Fetten. Nö, ist von heute Mittag. Ja, ich wollte es ja abseihen, aber du hast mich nicht gelassen. Meine Frau hat heute Mittag nämlich Schnitzel gemacht, ja, gute Wiener Schnitzel. Und jetzt ist das Öl natürlich schon schmutzig und da wird es am besten. Ich mag benutztes Öl sehr gerne, aber natürlich nur am gleichen Tag, jetzt nicht nach 5-6 Tagen. So. Jetzt mache ich hier so Leibchen. Wie gesagt, man kann das Ganze jetzt natürlich auch mal ein bisschen in Öl, halt nicht in Öl, in Mehl. Wälzen muss aber nicht sein. So, dann fehlen nur noch die Eier. Schau mal, Schatz, wie ich. Ich bin Kreismeister, oder? Ja, Wahnsinn. Schau mal, was sieht man das überhaupt im Video? Deine Eier kochen. Ja, die müssen eh hart werden. Hey, aber so einen Kreis habe ich noch nie gesehen. Darf ich hier irgendwas? So. Das nächste. Man könnte auch zu dem Dala sagen, ja, oder, Schatz? Ja. Könnte man. Kennst du den Dagobert Duck? Die haben ja auch immer Dala gehabt im Entenhaus. Das war früher eine Geldwährung, Schatz, Dala. Und wenn das Dala sind, waren die so groß? Haben die seine Münzen immer rumgetragen? Wahrscheinlich. Was haben die für Säcke gehabt? Ja, die haben ja immer diese Goldbeutel mitgetragen, gell? Ja. So. Ich glaube, sind die schon hart. So, ich will ja mal los. Doch. So, ich mache jetzt hier auch nur mal drei Stück. Kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung in eigener Sache. Falls dir dieses Video gefällt, würden wir uns für ein Abo und einen Daumen nach oben sehr freuen. Am meisten freuen wir uns immer über eure Kommentare. Und wenn ihr meinen lieben Mann mal live sehen wollt, dann schaut mal bei Twitch vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und weiter geht's. Oder da. Hier. Oder hier. Oder ja, da. Ja. Nein. Weil die anderen, wir essen ein bisschen später noch. Nochmal fürs Video drei Stück. Dem eh wohl schon, oder? Keine Ahnung, du bist die Eierfrau. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich hab die Eier, du machst die Eier. Ich habe die Östereier gekauft. Ja, aber du hast doch schon mal ein Ei gekocht. Ja, mit meinem Eierkocher. Zeig mal dein Ei. Ich habe den Hund nicht vergessen, jetzt Eier zu tun. Wahnsinn. Haben wir den schon mal vorgestellt? Ja. Den hast du schon lange, gell? Ja, dein Hund ja eben vergessen hat. Aber eben. So. Sie ist schon, wie es ist. Hände waschen und fertig, die Mäudel. So.
Jetzt müsste man eigentlich auch, wenn ich mich im Raum bewege, immer gleich hören. Gell? Was hörst du denn? Das teste ich jetzt mal aus, wenn ich jetzt da so ganz weit weggehe. Man müsste mich immer gleich hören. Ich bin jetzt aber 6-7 Meter weg von meiner Frau und jetzt komme ich wieder zu meiner Frau. Nur mal so ein kleiner Test. So. Warum hast du denn kein Brett drunter getan? Bei was denn? Beim Käse schneiden. Ja, das... Ja. Ja, putzt man dann schon. Darf ich deine Soße mal kosten? Nein, die ist noch nicht fertig. Da fallen nur die Eier. Die schmeckt schon sehr gut. Ich würde sie so lassen, lass die Eier weg. Nein, du, da wartest gleich wieder nichts. Na, ich muss ja eh noch meins ja, verdienen. Eben. Aber die schmeckt sehr lecker, Schatz. Ja, aber wieso soll ich es lassen, wenn ich sie schon gekocht habe? Ja, weil die gut ist. Dann können wir die Eier dann morgen essen, weißt du? Nein. Lustiges Eierbäckchen machen. Ja. Na, hier, haust sie rein. Eier sind immer ein bisschen gut, so wie in den Bozener Soßen. So, jetzt müssen wir noch warten, bis hier dieses Öl fertig ist. So. Meinst du, ist das schon heiß? Ich probiere mal, ich glaube nicht. Nein, das braucht noch. Das braucht ein bisschen. Wieso tust du nicht in die Mitte? Ja, weil das Bild, weißt so. Du, natürlich ist in der Mitte besser, aber man sieht auch hier nicht so viel, aber ein bisschen, ja, sieht man, hoffe ich zumindest. So. Also du bist wirklich also. Was bin ich denn? Also heute hast du schon mal gesehen, wie ich koche und wie du kochst. Ja. Zum Mittag. Du kochst schöner, das stimmt, ja, eindeutig. Du bist ja totaler Chaot in der Küche. Das stimmt, ja. Ja. Aber das ist doch egal, Schatz. Weißt du, was wichtig ist? Was? Dass die Frau da noch was zu tun hat, oder was? Nee, dass es schmeckt. Du hast kalte Hände. Ganz kalt. Dass die Frau da noch was zu tun hat. Also du bist ganz schön, als wie nur die Frau soll aufräumen. Ja, du eigentlich. Nee. Auch der Mann sollte also das. Also zu 90% räume ich auf. Gell? Schatz, meiner Meinung nach bist du ein bisschen frauenfeindlich, ja? Nein, ich bin nicht frauenfeindlich. So, jetzt tu mal das Leibchen. Na, du bist ein Esel. Uiuiuiui, pass auf. Uiuiuiui, pass auf. Was ist denn mit dir? Du, schau, jetzt sag ich dir, wie mir das geht. Was war da jetzt anders? Ja, du hast ein Ei hingeklopft. Na, schau, jetzt kommt das ganze Schwarze ja, von den Schnitzen weiter raus. Ich hab's gewählt ab 7. Super. Ich hab's gewählt ab 7. Ja, wäre mal besser gewesen. Na, weißt du was, du ziehst mich an. Das hab ich ja gewiss, deswegen hab ich ja gemeint. Ich weiß gleich von Pommes machen, durch altes Fett ja auch immer besser. Ja, aber das seien sie ja auch. Ist egal, jetzt haben wir halt ein paar verbrennte Semmelbrösel von den Schnitzeln oben. Nein. Das ist fürs Vorschaubild vielleicht nicht so knackig. Wichtig ist nur, dass es schmeckt. Richtig, ja. Echt. Ich tue gar nicht mehr auf die Hose. Nö, es ist ja was so. Jedes Mal so. Durch das, dass da schon was gemacht ist, nimmt das Öl diesen Geschmack an, ja. Und der kommt jetzt hier rein. Deswegen möchte ich hier kein frisches, also wollte ich nicht das alte wegtun. Ja. So. Kommt natürlich darauf an, was man macht. Ja, also wenn man das jetzt, nächste Mal werde ich nie mehr das tun, was du sagst. Wenn man jetzt zum Beispiel Krapfen macht, ja, dann würde ich jetzt nicht das Ganze in Schnitzelfett machen. Ja. Oh, sieht da. Schatz, das ist eh besser. Schau, das sieht das. Wieso legst du denn das wieder da rein? Das soll ich sie hier hinlegen, ich alles fertig. Das schaut aus wie so ein bisschen Mohn, ja? Jetzt meine Leute auf dem Forscherbild. Boah, Gemüseleibchen mit Mohn. Was ist Mohn? Obst oder Gemüse? Mohn. Obst ich oder Gemüse? Gehört das nicht zu den Nüsse. Zu den Nüssen? Ja, zu den geriebenen, gemahlenen Mohn gibt es ja. Das ist Mohn ja ist Getreide. Ja. Ja, war eine das Fangfrage. War ja früher Droge Nummer 1. Das war eine Fangfrage. Ich wollte jetzt wissen, ob du reinfällst. Mal, jetzt haben wir einen weißen Teller. Nee, weiß ist scheiße. Dann machen wir halt blau. Gefällt mir gar nicht, blau. Aber scheiß drauf. So, brauchen wir noch zwei Gabeln. Ah, nein, was hier habe ich? Oh, die sehen schon super lecker aus. Und durch das, dass wir kein Mehl drin haben, ist das auch alles viel bekömmlicher. Das muss nicht sein. Ja, viel bekömmlicher, ein Fett außer frittiert.
Ja, aber halt, es zählt sich alles zusammen. Schau, schäle die Eier hier in die Kamera, dass die Leute sehen. Meine Frau kann so gut Eier schälen. Hast du da nicht mal bei so einem Bewerb mitgemacht? Nein, sei einfach mal. Du hast mir doch mal erzählt. Na, oft einmal redest du wirklich leid. Gequirlte Piep. Ausgequirlte Piep. Ja. So, ich werde jetzt die Leibchen gleich raus tun. Und zwar ein bisschen Küchenpapier. Tue ich das gerne. Damit das Fett ein bisschen aufgefangen ist. So. Vorsichtig. Boah, die sehen geil aus, Schatz. Oder? Schau gar mal etwas. Ja, die sind toll. Ja, unglaublich schauen die aus. Bin ich schon gespannt. So. Ah, schön mit so Knusperding außenrum. Jetzt das Fett weg, dass sich hier keiner wehtut, gell? So. Kurz ein bisschen oben aufdecken. Das ist immer das wildeste Fett so in der Küchenrolle. Wenn ich mehrere mache, mache ich immer Schichten. Dann hier wieder drei drauf, wieder eine Rolle. Könnt ihr ruhig ein paar mehr machen, die sind nicht so schnell kalt. Wieso hast du jetzt eigentlich wieder das Fetten für dein Ding drauf? So, hier sind meine drei Leibchen. Schau mal, Schatz, schau mal an. Achtung, ich habe ein Messer in der Hand. Ja, ja, eben. Und du hinter meine Buchlein her. Ich habe ja noch vorhin schon gesagt. Ich habe mir doch nicht einen Eierschneider. Haben wir keinen Eierschneider? Sicher haben wir einen Eierschneider, Schatz. Wir haben einen Erdbeerschneider. Ja, aber einen Eierschneider. Dann werden wir ja wohl ein Ding. Ah, Moment, ich muss kurz Pause tun. Ich sehe, die Kamera ist kurz beim Ende. Ich drücke kurz Pause und wieder Start. Moment. Und wieder Start. Und ja, gewusst. So, ist wieder Start. Ich wusste Pass. Es doch. Muss ich nur immer mal machen. Die Kamera kann nur 25 Minuten filmen und ich war schon auf 21. Boah. So, schau mal, wie perfekt. Ja, unglaublich perfekt. So. Das perfekte Ei. Machen wir mal ein Selfie. So, ich tue mal ein bisschen Soße rauf. Nein, du fallen nur die Ohren. Ja, aber ich bin's schon. Ja, ich habe auch gemisst, aber mehr tun wie du. Was hast du denn gemisst tun? Eier kochen und Joghurt rühren. Ja, und du? Ja, okay, ich gebe zu, die Kartoffeln habe ich gestern gekocht. Ja. Gemüse war schon fertig. Ja, ich habe eigentlich gar nichts getan heute. Ein schnelles, einfaches Gericht. So. Oh nein. Jetzt liegt das Ei auf dem Boden. Ja. Dann sagt sie immer, ich bin hier eine Batze. Ja, aber ich räume es wenigstens weg. Okay. Jetzt bin ich gespannt, Schatz, wie du das dekorierst. Hast du eine Eierscheibe aufgehebt für die Deko? Nein. Nö, ach, nicht schlau. Weißt du, wie? Mach hier so drei so Batzeln her. Das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Ja, jetzt tue ich es einmal umrühren. Dann sieht es aus wie so eine Blume, weißt du? Du bist ja so mein Blumenmädchen, ne? Na, heute, was ist denn heute los mit dir? Was ist los? Ja, keine Ahnung. Ja, es ist, wie wir gestern gesagt haben, Schatz, ich bin voller Vorfreude, heute noch mehr denn je. Denn ich mag das so gerne. So, deine drei Batzlern. So. Sieht gut aus. Jetzt irgendwie fehlt was in der Mitte. Das könnte man in die Mitte tun. Ja, die Mitte ist halt leer, scheiß drauf. So. Kurz Foto. Flippidi-floppy. Und dann hau mal rein. Du hättest ja die Soße daneben gekannt herstellen. Ja, stimmt. Du noch mal her. Nein. Doch, gute Idee. Ja, aber ist das Brettl dreckig? Ist ja wurscht. So ist es in der Realität ja auch, dass das Brett dreckig ist. So, wir genießen jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Hm. Ja. Man sieht es dann auf dem Foto auch, ich vergrößere es euch, dass ihr es schön seht, diese kleinen braunen Pünktchen, was von diesen Semmelbrösten sind. Schatz, sei mal ehrlich, das gibt euch einen gewissen Pfiff, ja, oder? Ja, ja. Hm. Noch heißer, ne? Ja. Gott sei Dank. Wirklich nicht? Nein. Und lieber habe ich aber die kalte Soße dabei. Richtig lecker. Hammer. Einfach geil, oder? Und auch gar nicht teuer. Nö,
Und das geht's ja. Da haben wir auch gestern drüber geredet. Ja? Also im Video von Antwortenvideo über Preise. Mmh. Das Ding ist ein bisschen teuer hier, das Öl, gell? Du brauchst halt Öl. Ja, aber Öl kostet ja nichts. Ja, nichts, nichts. Sagen wir, du hast jetzt hier sicher Öl zum Rausbacken, wenn du mehr hast, sagen wir mal, brauchst du sicher einen Euro. Boah, ja, Sam, nein, ich meine nur. Und der Rest ist ja dann sehr günstig. Die Kartoffeln und Gemüse ist jetzt nicht so ja, teuer. Ja, aber alles zusammen ist das unter. Nein, ist ein günstiges Essen. Ja. Und super lecker. Hm? Super lecker. Mmh. Mmh. Einfach geil sowas. Richtig gut. Mmh. Hast du gut gemacht. Du auch. Ich finde deine Soße Hammer. Ja, ist der eigentlich. Deine Soße. Meine Soße. Von, ich glaube, das ist schon ein sehr altes Video, was wir da haben. Ich liebe die Soße. Hammer. Kann man auch zu Fischstäbchen, zu allen essen. Ja. Boah, richtig gut. Die kann gar nicht mehr aufhören. So, aber dann machen wir jetzt, kommen wir zusammen, dann machen wir mehr. Was, dann machen wir mehr? Ja, dann reicht das noch. Ich muss mit einem geschlossenen Mund. Okay, Leute, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal machen wir vielleicht Schweinebraten. Dann wollten wir mal machen oder so. Ja, schauen wir mal. Und ich mache mal das hier mit dieser Blutwurst irgendwann mal. Das Himmel und Hölle. Oder Himmel und Erde. Keine Ahnung. Wenn ich mal allein bin, weil sie möchte keiner. Ich freue mich riesig drauf. Und das Backofen. Ja, es kommt noch genug. Okay, Leute. Tschüss. Tschüss. Schauen wir uns kopflos an, der Michi und die Rebecca, die bringen uns das Kochen nahe mit großer Lust und Leidenschaft. Zeigen sie uns, wie man's richtig macht, von Melonenschnitzel bis Kokosreis. Das ist doch echt der geilste Scheiß, ja, Kochlust regt die Kopflust an. Drum fangen wir zu kochen an. Die Begeisterung, die in euch steckt, die sorgt dafür, dass es uns hat.